Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Darling Rose Gold mitgebracht von Stephanie Robel. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar über Vorablesen lesen und war total gespannt auf das Buch. Leider war es aber absolut nicht meins. Es tut mir echt leid, aber das Buch war wirklich nicht meins. Ich bin gespannt, was ihr so dazu sagt. Hallo ihr Lieben! Ich habe euch heute Darling Rose Gold von Stephanie Robel mitgebracht. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar durch Vorablesen lesen. Und jetzt zeige ich es euch. Also ich finde das Cover mega. Also das ist, man kann die Buchstaben fühlen, aber diese Erhebungen hier nicht. Den Schmetterling dafür schon. Also den finde ich auch wunderschön. Also das ist unheimlich schön gestaltet. Also man kann die Schrift fühlen und den Schmetterling. Und auch den Autorennamen. Das ist die Rückseite. Also halt der Buchrücken. Und der Klappentext. Also es klingt sehr, sehr interessant. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was drüber. Also, ihr Leben lang war Rose Gold krank. Sie kennt nichts anderes. Dann eines Tages erfährt sie, dass sie nicht krank ist, sondern ihre Mutter. Sie hat sie ihr Leben lang systematisch vergiftet. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Roses Mutter, Patty, wird verurteilt und muss 5 Jahre ins Gefängnis. Meiner Meinung nach eine unfassbar milde Strafe. Dann wird sie entlassen und ihre Tochter nimmt sie bei sich auf. Doch warum tut sie das? Hat sie ihre Mutter vergeben? Oder will sie sich etwa rächen? Das Buch setzt mit Pattys Entlassung aus dem Gefängnis ein. Abwechselnd wird aus Pattys und Roses Sicht erzählt. Bei Patty geht es immer um die Zeit nach ihrer Entlassung, teilweise vermischt mit Erinnerungen an das Gefängnis. Bei Rose immer um die Zeit kurz nach dem Prozess, wie sie versucht hat, allein klarzukommen, aber irgendwie keinen Platz in dieser Welt gefunden hat. Wenn man den Klappentext so liest und darüber nachdenkt, was Roses Mutter da getan hat, dann ist das schon echt heftig. Man kann sich gar nicht vorstellen, das eigene Kind zu vergiften, ihm Spätfolgen zuzufügen und das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Um gebraucht zu werden und sich selbst gut zu fühlen, wenn man ja ach so aufopfernd ist und sich so gut kümmert. Klar, es ist eine anerkannte Krankheit, aber die Folgen für die Opfer sind eben echt heftig. Vor allem, wenn einem so etwas von der eigenen Mutter angetan wird. Zum Beginn des Buches ist also klar, wer die Böse ist. Patty. Aus ihrer Sicht wurde sie jedoch zu Unrecht verurteilt. Sie hat nichts falsch gemacht. Es war einfach eine Hexenjagd. Rose Gold muss mit den Folgen leben. Sie wird angestarrt, verspottet, beleidigt, weil sie eben so aussieht, wie sie aussieht und wegen dem, was ihr angetan worden ist. Sie ist untergewichtig, hat total kaputte Zähne und einige andere Probleme. Und die Art, wie die Menschen damit umgehen, macht alles noch schlimmer. Doch da gibt es auch noch diese andere Seite an ihr. Eine, die sie nie jemandem zeigt. Auch Rose kann böse sein. Für sie ist es allerdings nur ein Spiel. Wer ist besser im Manipulieren? Das große Problem für mich bei diesem Buch war, dass die Handlung gefühlt gar nicht in Schwung kam. Es hat ewig gedauert, bis etwas passiert ist. Zudem waren mir weder Patty noch Rose sympathisch. Ich fand beide echt krass, aber gepackt haben sie mich nicht. Die Handlung plätscherte so vor sich hin und man hat irgendwie dauernd darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Aber es kam wirklich sehr lange gar nichts. Man erlebt alltägliche Situationen mit den beiden, aber keine offenen Konflikte. Mir fehlte die Spannung und die schockierenden Wendungen und Überraschungen. Ich konnte den Großteil vorhersehen und auch das, was ich nicht vorhersehen konnte, hat mich jetzt nicht laut "Oh mein Gott" rufen lassen. Das Buch war einfach nicht meins.
Ich fand die Protagonisten beide absolut nicht sympathisch. Die Handlung ist so dahingeplätschert und gefühlt ist fast gar nichts passiert und das viel zu lange. Ich finde es gut, dass das Thema und das Krankheitsbild thematisiert werden, aber die Umsetzung war einfach für mich dürftig. Mich hat das Buch absolut null gepackt. Ich hing da wirklich ein paar Wochen dran, weil es mich so schnell wieder gelangweilt hat. Ich mochte lediglich, dass man irgendwann nicht mehr sicher war, wer nun die Böse ist. Allerdings konnte das für mich das Buch auch nicht mehr rausreißen. Mir fehlten die Überraschungen, die Spannung. Ich hatte erwartet, mitgerissen zu werden, wirklich in das Buch gesogen zu werden und mich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen zu müssen, zu rätseln und mitzufiebern. All das fehlte mir. Von mir gibt's leider nur einen Stern. Es tut mir echt leid, aber das Buch war einfach absolut nicht meins. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!